Servus, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir füllen hier erstmal fertig auf. Haben wir ja noch oben an unserem Feld Nummer 7 das Düngen zu Ende zu bringen. Von daher werden wir jetzt erstmal gucken. Güllevorrat sieht gut aus. Wir haben noch über 170.000, also da können wir hier unten noch einiges abzapfen. Aber ich möchte natürlich auch schauen, dass wir oben wieder ein bisschen Güllevorrat schaffen. Das heißt, wir werden also jetzt den Weizen dann, sobald er jetzt, wir können gleich mal gucken, erntereif ist. Ja, dauert noch eine Sekunde. Dann das ganze Häckseln da oben, damit das Silo wieder füllen, damit wir auch wunderbar entsprechend oben unseren Gülletank füllen können. Ich denke mal, da kommen ja wieder ein paar hunderttausend Liter zusammen. Also das dürfte dann relativ cool abgehen. Und wie gesagt, jetzt erstmal Feld 7 hier fertig machen. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Ich fahre auch mal wieder in dieser Ansicht. Macht ja immer wieder mal Laune. Ist halt nur beim Rangieren ein bisschen blöd, aber ansonsten ist das schon ganz schön, wenn man das auch mal so sieht. Ne? So, die nächsten Erweiterungen, die wir jetzt so haben, wäre ja auf alle Fälle, wie gesagt, der große Garant und der TTV. Dann die Überlegung, dass wir entsprechend die Mischration beginnen. Und dann habe ich dann noch was aufgeschrieben. Da muss ich jetzt aber selbst erstmal gucken. Da war was mit Feld 20 und 21. Genau, diese zwei Felder können wir nämlich wunderbar verbinden. So, und jetzt habe ich auf die Minimap geguckt und gar nicht geschaut, dass ich hier richtig abbiege. Ich muss ja hier rum. Hallo. Will ja wieder hoch zu entsprechend unseren Feldern. Ja, und Feld 20, 21, das lässt sich also hier wunderbar miteinander verbinden. Da oben sieht man es, wir fahren gerade darauf zu. Und ich denke mal, das Feld können wir dann auch wunderbar als großes ja, Grasfeld vielleicht sogar nehmen oder zum normalen Ernten. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ja unten das 41er auch als Grasfeld. Da müssen wir auch bei Gelegenheit mal wieder reinschauen, dass wir da wieder ein bisschen aktiv werden. Wäre vielleicht dann sogar normale Wirtschaft besser drauf. Das heißt, wir könnten uns dann entsprechend dort mit einer neuen Fruchtsorte anfreunden. Wäre zum Beispiel eine gute Sache, um zum Beispiel die Zuckerrüben dort anzubauen. Das heißt, dann hätten wir die nächste Fruchtsorte, mit der wir auch das Silo ein bisschen bestücken können. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld zusammenkriegen und unsere laufenden Arbeiten noch durchziehen. So, dann gucken wir mal. Morgen soll es schon wieder regnen. Ja, toll. Wir sind gerade dabei, unseren Versatz wiederherzustellen. Und morgen wird das vielleicht schon wieder alles für die Füße sein. Ich bin begeistert. Preislich, ja, das passt soweit noch im Moment. 1958, da können wir gleich mal gucken. Bei der Gaststätte der Dette, da ist er, 966, was wir dann da für einen Preis kriegen, der dürfte, glaube ich, jetzt böse nach unten gehen. Das Gute ist, der Weizenpreis ist gestiegen und der Gerstepreis ist gestiegen. Das trifft sich gut. Wir wollen ja noch ein bisschen verkaufen. So, eigentlich wollen wir aber nur Weizen und Kartoffeln verkaufen. Das passt aber eigentlich soweit. Das heißt, wir schauen dann mal, wie wir das am besten handeln. Denn das Häckseln braucht jetzt auch ein bisschen Zeit. Das können wir auch nicht mit Helfern machen, das müssen wir ja selber fahren. Aber das kriegen wir auch hin. So, jetzt erstmal hier Endspurt im Düngen. Ich hoffe, dass wir das jetzt soweit einigermaßen sauber hinkriegen. Beziehungsweise auch jetzt vielleicht dann nur noch einmal nachfahren müssen, also tanken müssen. Da gucken wir jetzt mal. Oh, da habe ich auch die Spur vergessen. Ich trödel. Da muss ich das anders machen hier. Dann werde ich hier mal stoppen. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, die Aufnahme ist jetzt schon 2 Tage her. Und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir hier beim Düngen mittendrin aufgehört haben. Ich hätte mir vielleicht die Folge vorher nochmal angucken sollen. So, jetzt können wir aber hier loslegen. Das ist ja soweit erstmal jetzt nichts Schlimmes passiert. Ja, mal gucken, ob wir einmal oder noch zweimal fahren müssen. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Oh, hier gleich mal richtig reinlenken, damit wir nicht zu sehr überlappen. Aber zumindest ausreichend, damit wir keine Lücken produzieren, weil das nachzuarbeiten, boah, nee. Erstens mag ich das nicht und zweitens kostet das im Verhältnis zum konkret richtigen Düngen, weißt du, düngst du konkret, ja, weniger Zeit, beziehungsweise das Nacharbeiten braucht im Verhältnis zu viel Zeit, so rum. Und von daher lieber einen Tick langsamer machen und dann dafür gleich richtig, ne? Der liebe Mekwuragu hat ja auch schon gesagt, manchmal ist langsam etwas schneller. So, das schaut jetzt soweit schon mal gut aus. 59% und ja, der Streifen wird deutlich schmäler. Ich hoffe, dass wir das hier vielleicht mit nur einmal Nachtanken noch hinkriegen. Das wäre natürlich optimal.
Aber dafür schauen wir jetzt erstmal, wie weit wir hier gut vorankommen, beziehungsweise wie lange unser Gülledünger hängt. Nicht hängt, hält. Falsche Vokal gekauft, ne? So. Gut, von der Reihenfolge her ist das jetzt noch ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir haben im Moment viel zu tun. Wenn wir allerdings das Ganze jetzt verkaufen mit dem Weizen und dem den Kartoffeln, sollten wir vielleicht sogar schon direkt genug Geld zusammen haben, um uns vielleicht das nächste Feld zu holen. Also Feld 2021 die Kombination, das wäre eine Option. Denn ich denke mal so, hier mit dem Düngen kommen wir rum. Da haben wir erstmal ein paar Folgen jetzt Zeit, bis das hier wieder erntereif ist. Und von der Fläche reicht der kleine Garant erstmal. Da würde ich ja fast sagen, wir gehen erstmal auf die Felder 2021 oder wir konzentrieren uns auf die Mischration. Hätten natürlich den Vorteil, dass wir dann dementsprechend auch höheren Ertrag bei den Kühen haben. Und da wir noch nicht so viel Tiere besitzen, denke ich mal, passt das auch ganz gut. Allerdings müssen wir da auch einiges an Geld in die Hand nehmen, weil wir brauchen viele Geräte dafür. Aber das können wir eigentlich so dann auch mal langsam in Angriff nehmen. Bin gerade am Überlegen. Also wir haben ja das Feld 41 unten und den Big M. Damit sind wir schon mal mit der Grundausstattung gut dabei. Dann brauchen wir einen Zetter, mit dem wir das Ganze wenden können. Dann brauchen wir einen Schwader. Dann nehmen wir die Quaderballenpresse plus Sammelwagen. Und dann brauchen wir noch was. Nö, ich glaube, das war's dann soweit. Doch, den Mischrationswagen selber. Also da sind wir in Summe so bei ungefähr 350.000, 400.000 Euro, wenn ich das jetzt mal grob überschlage. Aber ich würde sagen, wir können das ja soweit dann langsam vorbereiten und nach uns die einzelnen Geräte kaufen. Da können wir vielleicht sogar das Ganze kombinieren, indem wir dann zum Beispiel den Schlüter, der jetzt hier am Garant ist, runterbringen. Und für hier oben schon mal einen schnellen TTV organisieren. Dann hätten wir die Vorstufe für den großen Garant schon mal geschaffen. Und gleichzeitig ein Fahrzeug für den unteren Bereich für die Mischration. Ja, da können wir vieles miteinander kombinieren. So, da geht es jetzt nur darum, taktisch das so zu starten, dass wir also das Ganze in einer sinnvollen Reihenfolge machen. Das heißt also, als erstes werden wir den Traktor benötigen, damit wir eben auch dann unten die einzelnen Anbaugeräte bzw. Maschinen betreiben können. Und der TTV, da können wir gleich mal gucken, was der kostet. Wenn der unten am Auffüllen ist, haben wir ja einen Moment Zeit. So. Ja, und man merkt auch hier, mit 40 km/h, das zieht sich ein bisschen. Wenn jetzt hier einer mit 60 fährt, das ist dann schon ein Unterschied. Da wären wir im Prinzip jetzt schon fast unten. Und hier ein bisschen langsamer machen. Ich habe beim letzten Mal gesehen, das Gewicht wird da so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen bei diesem kleinen Absatz, wenn wir da so drüber fliegen. Das ist dann auch nicht so optimal. So. Okidoki. Ja, wie gesagt, TTV. Ja, der wird ja eigentlich der... Ich glaube, der 430er ist das, oder? Nee, der 430er ist ja der mit Pflegebereifen. Ich glaube, das ist der 600er, den wir dann bräuchten, der schnelle. Gucken wir gleich nochmal rein. Ich meine, einen davon haben wir ja schon. Das ist ja das Gute für die weiten Strecken. Schauen wir gleich, wo wir unten sind. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal hier wieder auffüllen. Die Kühe, wie sieht es da eigentlich aus? Da haben wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja, Milch wurde geholt. Okay, das passt. Dann haben wir jetzt noch 50.000 auf dem Misthaufen. Das brauchen wir für unsere Gewächshäuser. Und 167.000 haben wir für die Güllegrube. Und wir sollten uns auch so langsam wieder mal an das Füttern machen. Sieht nämlich so aus, als ob unsere Vorräte dann doch bald zu Ende gehen. Gucken wir auch gleich mal nach. Aber jetzt, wie gesagt, schauen wir zuerst mal hier beim Händler rein. In ihrem Besitz. Da haben wir ja den großen. Da ist er. Das ist der, der 60 fährt. Oh, der kostet 263.000. Wow, leck. Leck, leck, leck. Das ist natürlich heftig. 263.000. Wow, das ist viel Geld. Ist schon die Überlegung, ob wir vielleicht einen etwas kleineren nehmen. Weil das ist richtig viel Kohle. Mal gucken, was haben wir hier noch im Angebot. Der Case Magnum kostet 300.000. Der ist noch teurer. Ursus will ich ehrlich gesagt nicht so wirklich holen. Was haben wir hier noch? Aufbaufass, was ist das? Ah,
Das Güllemodul fasst aber nur 3000 Liter, das können wir also auch knicken. Transportmodul ist für den Unitrack, genau, das wollte ich eigentlich auch nochmal vorstellen bei Gelegenheit. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie auch noch bald in die Reihe kriegen. Ja, also mit den Traktoren wird dann gar nicht so einfach. Den Schlüter, den können wir vergessen. Der fährt nicht schnell genug. Ansonsten wäre die Alternative, dass wir hier vielleicht doch noch so einen Agrotron mit Pflegebereifung, ohne Pflegebereifung nehmen. Normalen, der fährt 50, kostet aber unter der Hälfte. Also das macht schon mal richtig viel aus. Ich denke mal, das wäre auch eine sinnvolle Sache. Muss hier nicht immer gleich das Größte und Schnellste sein. Aber ich würde sagen, das machen wir abhängig davon, wie unsere Verkäufe sich entwickeln. Also ich persönlich hätte ja gern lieber den 7250, weil das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir dann da auch mit einem schnellen Gerät fahren. Weil 10 km/h mehr auf die Strecke macht, glaube ich, nicht den Bock fett. Also da wäre es schon gut, wenn wir, glaube ich, dann ein richtig schnelles Gerät hätten. Aber wenn wir oben dann auch im Prinzip den Gülletank haben, dann wieder den Vorrat, dann brauchen wir das auch nicht. Also ich denke mal, der 430er ohne Pflegebereifung, der sollte vielleicht sogar für diese Zwecke schon ausreichend sein. Wären also dann ca. 130.000 Euro. Der fährt ja dann 50, wie gesagt, und dann könnten wir den Schlüter runter zum Feld 41 bringen und den dann später für den Zetter, die Ballenpresse, den Ballensammelwagen und Co. benutzen. Wir haben ja auch unten einen schönen großen Unterstand, da steht ja der Big M jetzt schon drin. Da können wir dann alles einpacken. Ja, ich glaube, so werden wir das machen. Wenn ihr jetzt meint, wir sollen doch lieber den ganz großen nehmen, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare. Aber ich persönlich glaube, der ganz große brauchen wir nicht, weil die Fahrten vom Kuhstall bis nach oben, die werden dann, wenn wir oben wieder Vorrat haben, ja auch ein bisschen weniger. Also ich glaube nicht, dass wir da unbedingt nur für den Transportweg jetzt so ein Hightech-Gerät brauchen. Weil das steht dann vom Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie in gar keinem Verhältnis. So, einmal hier noch drüber, ja. Ich habe jetzt mal geguckt, 1% Schaden gab es aufs Gewicht, wenn ich es richtig gesehen hatte. Also da müssen wir doch ein bisschen vorsichtiger fahren. So, und dann, was ja noch ansteht, ich habe hier einen Haufen Vorschläge von euch bekommen mit verschiedenen Mods. Die möchte ich natürlich auch noch so weit mir anschauen. Da sind tolle Sachen dabei mit der manuellen Zündung für den reelleren, ja, Spielmodus sozusagen. Dann haben wir ja noch den GPS-Mod zum Beispiel, mit dem wir da arbeiten können, um gerade Linien zu verbinden und zu machen. Und ja, dann gibt es da noch so ein, zwei Sachen. Da gibt es ja auch den Wool-Collector, den Hühnerstall, den habt ihr ja auch schon vorgeschlagen. Den will ich mir auch mal angucken. Aber ich denke mal, das sind alles Sachen, um die können wir uns dann kümmern, wenn ich aus der Reha zurück bin. Oder wenn ich, wie gesagt, den PC mitnehmen kann und dann im Optimalfall morgens meine Behandlungen hätte, dann könnte ich mich da mittags mal so richtig schön reinknien. Das wäre natürlich auch optimal. Wie gesagt, da schaue ich einfach mal, wie wir da ja, das Ganze handeln. Für mich wäre es natürlich optimal, wenn ich das mitnehmen könnte, die Ausstattung, weil dann hätte ich auch mal Zeit, so das ein oder andere Projekt, auf das ihr schon länger wartet, was auch schon aufgenommen ist, ja, dann fertig zu machen. Es muss im Prinzip nur noch zusammengeschnitten werden. Aber selbst dazu hatte ich bis jetzt leider noch keine Zeit. Ja, der Sommer war ziemlich turbulent hier. Hat sich sehr viel ergeben. Im September wartet auch noch ein neues Schmankerl auf euch. Da habe ich dann einmal noch eine weitere Fahrzeugvorstellung. Die muss ich bis zum September fertig machen. Das ist nämlich mein eigenes Auto. Den möchte ich euch mal auch vorstellen. Also zumindest ist das Auto, was ich jetzt im Moment fahre. Denn ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, wer bei Facebook bei mir auf die Fanpage geguckt hat. Ja, ich bin im Begriff, mir ein neues zuzulegen. Das Auto ist schon bestellt, wird jetzt gerade gebaut. Den stelle ich euch natürlich dann auch vor. Also ihr seht, da kommt noch vieles auf euch zu und ich hoffe, dass ich das jetzt auch vom Produktionstechnischen so weit hinkriege, dass wir das Ganze dann so nach und nach hier online stellen können. Denn ja, ich erzähle immer viel, was alles kommt, aber es tut sich noch nicht viel. Da bitte ich um ein klein bisschen Nachsicht. Ich werde auf alle Fälle gucken, dass wir das hier zeitlich dann entsprechend wieder aufholen. So, wir sind jetzt hier mit dem Düngen fertig. Das ist schon mal sehr gut. Da bin ich nämlich gerade jetzt am Überlegen, dass wir morgen das so machen, dass ich die Zeit noch nicht vorlaufen lasse, sondern dass wir morgen mal mit dem Verkauf des Weizens beginnen oder der Zuckerrüben. Der Zuckerrüben, sag ich schon, der Kartoffeln. Moment, gerade mal gucken. Der Preis für die Kartoffeln ist gleich geblieben, aber der Preis für den Weizen ist gestiegen.
Das klingt natürlich sehr gut. Das heißt, wir könnten eigentlich den Weizen morgen dann in den Verkauf bringen. Guck mal, Hafen 633, Mühle 675, das klingt richtig gut. Da können wir, glaube ich, doch einiges mitmachen. Ja, das werden wir auch tun. Dann werden wir morgen einen kleinen Verkaufstag einlegen und dementsprechend dann schauen, dass wir hier ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Dann können wir uns auch dann entsprechend den Deutz 430 kaufen. Dann haben wir das erste Gerät, was wir hier gegen den Gülletank austauschen können, gegen die Zugmaschine. Dann bringe ich den Kollegen Schlüter hier im Prinzip runter zum Händler, dass wir dann so nach und nach uns die Maschinen holen. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal so mittel- bis langfristig in das Projekt der Mischration rein. So, für heute war es das. Ich sag mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid natürlich weiter am Ball. Ich sehe im Moment, ihr guckt sehr, sehr fleißig, ihr schreibt Kommentare. Das finde ich richtig toll. Und ich hoffe, ihr behaltet das auch bei, weil es macht immer Spaß, eure Kommentare nicht nur zu lesen, sondern auch mit euch darüber zu diskutieren und zu beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.